Gut, mit Brille, Mikro, Jacke. Ja? Gut. Mit den WebIO Digital 24 Volt von Wiesemann und Theis steuern und überwachen Sie 24 Volt Schaltzustände über das Netzwerk. Sie sind geeignet für alle Industrie- und Automatisierungskontexte. Schaltzustände? Was habe ich gesagt? Die vielseitigen Netzwerkfernschalter unterscheiden sich in den nutzbaren IOs und Relais. Es gibt zum Beispiel eins mit jeweils zwei digitalen In- und Outputs, eins mit jeweils 12 In- und Outputs, modellabhängig auch mit COM-Server-Funktion, eins mit 12 Eingängen und 6 potenzialfreien Relaisausgängen, außerdem den WebCount digital mit Signaleingängen zur Zählimpulserfassung. Mit den WebIO digital können Sie Signale zwischen 8 und 24 Volt überwachen und sich informieren lassen, wenn sich Schaltzustände ändern. So kann zum Beispiel ein Leckagesensor eine Undichtigkeit melden, worauf das WebIO dann eine E-Mail versendet. Auch Schaltsignale, wie zum Beispiel Grenzwertschalter, können überwacht werden. Fällt zum Beispiel der Füllstand eines Heizöltanks unter einen bestimmten Wert, schlägt der Schwimmschalter an und das WebIO gibt eine Meldung aus. Kontakte können auch ausgewertet werden, um Maschinenlaufzeiten zu erfassen oder fehlendes Verbrauchsmaterial zu signalisieren. Um Impulse zu zählen, verwenden Sie den WebCount digital. Erfassen Sie hiermit zum Beispiel Stückzahlen, Verbräuche oder zählen Sie Personenzahlen. Die erfassten Werte werden auch im internen Datenlogger des Gerätes gespeichert. Oh Gott. Über die Ausgänge der Geräte können Sie unterschiedliche Aktoren im Bereich 6 bis 30 Volt schalten, wie zum Beispiel Tür- und Schrankenöffner, Pumpen, Lüfter und vieles mehr. Sie können auch Signale an andere Geräte weitergeben, zum Beispiel an die Eingänge einer Steuerung. Über Koppelrelais können Sie auch Lasten bis 230 Volt schalten. Dank Box-to-Box-Modus ist es auch möglich, Signale von einem entfernten Standort aus zu übertragen. Je ein WebIO an den verschiedenen Standorten wird dazu im Box-to-Box-Modus konfiguriert. Die Geräte tunneln dann eigenständig die IO-Signale über das Netzwerk. Ich glaube, das ist der schwerste Absatz, kann das sein? Die WebIO digital unterstützen nicht nur Standardprotokolle wie TCP, UDP und HTTP. MQTT, Modbus TCP und eine REST-Schnittstelle genügen auch den üblichen industriellen Anforderungen. Die Integration in Ihr Netzwerkmanagementsystem ist dank SNMP einfach. Die Inbetriebnahme von Die Inbetriebnahme von W&T-Komponenten erfolgt mit dem Tool Wotility in wenigen Schritten. Sobald Ihr WebIO eine IP-Adresse erhalten hat, können Sie alle gewünschten Einstellungen über die Web-Oberfläche des Gerätes vornehmen. Sie haben innerhalb Ihres Netzwerkes jederzeit Zugriff über Ihren Browser oder die App WebIO to go. Sie möchten die Daten Ihrer WebIOs in automatisierte Anwendungen, Datenbanken oder das Internet der Dinge einbinden? Kein Problem mit der W&T Rulebox. In der grafischen Entwicklungsumgebung finden Sie zahllose weitere Dienste und Produkte, die Sie einfach per Drag and Drop mit Ihren WebIOs verbinden können. Weitere Informationen zu den WebIOs 24 Volt finden Sie unter wut.de/24 Volt.